Ich möchte gerne anhand dieser Situation jetzt gerade mit der Molly zeigen, wie spannend es ist, wie unsere Systeme versuchen, bestmöglichst mit der Situation umzugehen oder aber durch ein entsprechendes Verhalten möglicherweise zu einer Lösung oder nach einer Bedürftigkeit oder nach einem Instinkt in die Lösung zu kommen. Und der Molly, ihr großer Wunsch ist es, wieder nach draußen zu gehen. Sie sitzt oft vor der Terrassentüre oder vor der Eingangstüre, legt sie sich hin und wartet darauf, dass wir die Türe aufmachen, weil sie ist eine Freigängerin, sie ist jetzt 3 Jahre alt. Und sie kennt das nicht anders. Und ja, das Spannende ist, dass ja jedes Tier, jeder Mensch so seine Verhaltensweisen hat und auch zu den unterschiedlichen Personen. Und jeder von uns, Tier und Mensch, sucht sich so seine Bezugsperson. Und bei uns ist es so, dass mein Mann die Bezugsperson ist von der Molly. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, wird er überhäuft von Liebe und angemaunzt werden, so wie wenn sie sagen wollen würde: Endlich bist du da, wie konntest du mich nur verlassen? Und dann wird geschmust und Zeit für ihr geschenkt und und. Und das Spannende ist, dass ich seit gestern beobachte, dass sie versucht, bei mir genau dasselbe jetzt zu machen. Diese extreme Zuwendung, diese extreme, ja, wir würden es vielleicht auch als Liebes, Bekundung, definieren. Aber ich merke ganz stark bei all dieser Liebe, die sie mir jetzt gerade schenkt, und das ist ein an mich schmiegen und schnuddeln, und also ich habe es jetzt gerade gar nicht so direkt mit der Kamera festhalten können, weil ich ihr auch diese Zeit schenken wollte. Aber ich verstehe auch darin diesen extremen Wunsch, bitte mach endlich die Türe auf, bitte lass mich endlich in meine Natürlichkeit zurückkommen. Und schau mal, ich bin noch ganz, ganz lieb zu dir und ich tue alles. Und ja, es berührt mich gerade extrem, weil es mir zeigt, dass wir alle Tiere wie Menschen ganz unterschiedlich reagieren auf eine Situation, auf Momente in unserem Leben, wo wir nicht so sein können, wie wir wollen, wo wir nicht das leben können, wie wir wollen. Und wir versuchen, Überlebensstrategien zu entwickeln. Und bei ihr ist es jetzt gerade ganz extrem, so dieses: Du bist so lieb, ich hab dich so lieb, bitte, 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 schau mal, ich gebe dir auch ganz viel Wärme und Zuneigung, aber bitte mach endlich die Türe auf. Und jemand anderer reagiert genau umgekehrt, wird aggressiv, bösartig und und. Und das zeigt mir einfach, wie geduldig wir sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite sein dürfen, weil. Ja, auch wenn sie mir jetzt gerade so viel Liebe schenkt, kann ich halt trotzdem nicht die Türe für sie aufmachen, gell? Ihr Heilungsprozess ist leider immer noch nicht fertig. Wir waren gestern wieder in der Klinik. Es wurden jetzt schon die ersten Drähte rausgenommen, aber dieser Bruch, diese Verletzung dauert einfach noch ein bisschen und da darf sie sich in Geduld üben. Und das ist natürlich für eine Katze oder vielleicht auch für ein Kind, wie wir es selbst auch waren, nicht einfach. Und ja, so haben wir alle irgendwelche Strategien,
entwickelt. Und oft ist es uns gar nicht mehr bewusst, dass wir diese Strategien anwenden aufgrund eines Bedürfnisses. Aufgrund eines Bedürfnisses, das sagt, ich möchte lebendig sein. Ich möchte auf meine Art und Weise mein Leben gestalten, wie es mir entspricht. Also schau mal, wo du zu viel von entweder dem einen oder dem anderen hinfließen lässt, weil darunter möglicherweise ein großes Bedürfnis nach deinem So-Sein, nach deinem, so wie du dein Leben gerne leben möchtest, steckt. Ja, naja, lass das mal ein bisschen wirken, diese Botschaft. Ganz liebe Grüße von mir. Tschüss.